Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Udin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal geht es um Ambilight, also diese Nachrüsten Dream Screen für alle TVs, also auch für Curve, da ich ja einen Curve habe. Und ich will euch mal zeigen, wie ich das jetzt angebracht habe. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt vernünftig sehen. Ich muss hier aufpassen, hier sind noch die Weihnachtssterne. Ich habe das jetzt einmal ringsherum geklebt. Hier oben habe ich dann so eine Schlaufe gemacht. Könnt ihr das sehen? Ja, hält auch. Also ich muss sagen, der Kleber von dem Dreamscreen, von dem hier von dem Band, das hält sehr, sehr gut. Stellenweise bei mir jetzt gerade nicht mehr, weil ich das noch ein bisschen nachbessern musste und deswegen aber ein bisschen angedrückt und das hält. Im Gegensatz zu anderen LED-Stripes ist das hier nicht zu vergleichen. Das sieht jetzt hier ein bisschen chaotisch aus, weil ich habe jetzt hier unten angefangen. Wartet mal, so seht ihr das. Ich habe jetzt hier unten angefangen. Hier ist meine erste LED. Und hier kommt dann praktisch das LED-Band von unten vor. Das habe ich jetzt hier, habe ich ein bisschen länger gemacht. Und dann geht es hier hoch. Und dann habe ich da so ein bisschen Kleber gemacht. Es gibt auch so Kabelbinder, die man so ranmachen kann. Und dann kann man da drin klicken. Die habe ich leider nicht mehr. Und ich will halt nicht, dass das nach unten hängt. Ja, und deswegen habe ich das so gemacht. Ich kann euch das vielleicht sogar ein bisschen besser zeigen. So. So sieht das jetzt bei mir aus. Da kommt praktisch das andere. Und das geht dann hier. Und dann geht es hier in, da, in diesen kleinen, für nochmal extra Strom. Das ist ein bisschen Fummelarbeit. Also mit meinen dicken Pfoten habe ich es jetzt nicht so gut hingekriegt. Ich habe es dann meine Frau machen lassen. Und jetzt habe ich das hier einmal rum. Ich zoome mal ran, damit ihr das besser sehen könnt. So. Einmal komplett rum. Habe ich das gemacht. Ich habe das gestern auch kurzzeitig. Ach, jetzt habe ich Zoom. So. Ich habe das gestern auch kurzzeitig testen können, weil ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich hatte einen kleinen Fehler. Einen kleinen Denkfehler bei den Einstellungen, beziehungsweise ich habe was überlesen und wundere mich, warum das nicht so gelaufen ist. Das werde ich alles im nächsten Video. Ich werde euch noch mal die Einstellungen separat zeigen und erklären mit der Handy-App. Das macht sich einfacher, als wenn ich es jetzt hier mit drin schneide. Ich mache jetzt hier erstmal kurz einen Cut, richte meinen Fernseher wieder aus, so wie er eigentlich sein soll, und dann werden wir Dreamscreen mal testen, dann zeige ich euch das. Ich mache hier auch noch dunkel, dann könnt ihr das alles viel besser sehen. So, ich habe noch was vergessen. Ich will euch ja auch noch mal die Anschlüsse zeigen, wie das aussieht. Hier ist jetzt der Kasten, bei mir steht jetzt hier 4K drauf. Der unterstützt 4K und HDR. Ist im Prinzip wie so ein Switcher. Der macht euch drei HDMI-Signale auf ein und dadurch rechnet der hier aus, wie das Bild aussieht und gibt das Bild halt weiter und die Information, hier ist Strom, die Information gibt er halt über diesen Kabel weiter, der zur LED-Leuchte geht, also praktisch zum LED-Band. Wir haben auch noch hier nochmal einen separaten, Nummer 2. Kann ich euch mal zeigen, das ist so ein ganz kleiner, da, das ist Nummer 2, das steht auch unten drunter, gibt es in HD für Leute, die nur HD haben, und in 4K, wenn man einen 4K-Fernseher hat mit HDR. HDR wird auch unterstützt, was sehr geil ist. Und das zweite Band, was hier reinkommt, da könnte man sich jetzt hier praktisch links und rechts oder hier ein Stück weiter oben oder da in der Ecke, wenn man da einen Schrank hätte zum Beispiel, könnte man dann so eine kleinen Spots machen. Ich zeige euch nachher die Webseite noch. Die waren mir aber jetzt gerade noch dazu zu teuer. Also nicht, dass die an sich zu teuer sind. Nee, ich hatte jetzt das gekauft. Das war, hat schon mein Budget fast gesprengt. Und ja, deswegen habe ich die jetzt nicht gekauft. Die kann ich aber noch dazu bestellen. Und die kommen dann, glaube ich, hier ran. Weil man kann ja zwei LED-Bänder ran machen. Ich habe jetzt zwei dran. Einmal die PlayStation und hier einmal Amazon. Hier ist der Strom vom Amazon. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. So, ihr seht jetzt gerade noch nicht so viel, weil oben ist ja dunkel. Kann ich euch auch mal zeigen. Aber wenn ihr jetzt hier rüber guckt, da wo die blaue Leiste ist, also das Internet-Symbol und das Fotosymbol
und Prime Video leuchtet es blau. Und hier auch so minimal. Ich weiß nicht. Hier seht ihr, die haben immer eine Grundeinstellung von der Leuchte. Die kann man auch in den Einstellungen einstellen. Und ihr seht, das leuchtet alles. Ein bisschen orange habt ihr gesehen, rosa, wegen den Netflix-Buchstaben. Deswegen kommt da indirekt noch das an. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken, wie ich das vernünftig drauf kriege. Moment, Leute. So, jetzt seht ihr schon so ein bisschen in Action. Ihr seht, dass es dann so ein bisschen mitgeht, aber das ist noch nicht alles. Moment, ich habe die Fernbedienung vergessen vom Fire TV. So. Und jetzt gehen wir mal auf Internet. Ihr seht, wenn es weiß wird, das Bild, wird es außen auch heller. Dunkel ist logischerweise auch dunkel. Und ihr müsst mal oben in die rechte Ecke gucken. In die linke Ecke, da wo das YouTube-Zeichen ist, da leuchtet es schwach rötlich. So. Ich habe nämlich später ansehen, habe ich nämlich ein paar Videos weggepackt zum Testen. Wir fangen erstmal mit dem ersten an. Ich werde euch die Links zu den Videos, die ihr jetzt sehen werdet, in die Videobeschreibung packen. Das ist das beste Video, was ich gefunden habe für Ambilight. Dann lassen wir das hier mal durchlaufen, dann seht ihr das auch. Die Verzögerung kann man auch noch ein bisschen einstellen, alles drum und dran, das ist alles kein Problem. In der App, da kann man wesentlich viel mehr machen als nur Zeit. Ihr könnt auch für Musik, da ist auch ein Klinkeanschluss an dem 4K-Teil dran, ihr könnt da einen Klinkeanschluss ranmachen und Musik drüber einspielen. Und dann könnt ihr das Ambilight musikmäßig machen, das zeige ich euch auch gleich alles. Also Musik nicht, ich habe keinen Klinke dran. Aber seht ihr das, wie das mit dem Blau denn so lang rumiert? Und jetzt kommt Gelb da, also Grün, Entschuldigung, Grün. Und jetzt lila. Habt ihr denn mal so einen Eindruck, wie das funktioniert? Ich finde, das sieht schon echt sehr geil aus. Ich kann jetzt leider auch nicht irgendein Video abspielen oder so. Also unten sieht es jetzt da ein bisschen mehr und da ein bisschen mehr aus, weil da hängt noch die Soundbar. Die blockt natürlich das Licht so ein bisschen. Also oft, das seht ihr jetzt schlecht, aber auf der Soundbar sieht man dann so ein bisschen Licht. Aber dadurch haben wir nicht so viel, was nach unten geht. So, jetzt kommt das zweite Video. Auch schwarze Balken werden weggemacht. Dann kann man auch in der App einstellen, dass wenn Filme schwarze Balken haben, dass er trotzdem oben Licht ist. TV-Lautsprecher war noch ein bisschen an. Und da könnt ihr den schon richtig sehen jetzt. Und wie gesagt, das ist ein Samsung TV. Das ist kein Philips TV. Das ist ein Dream Screen, so wie Backlight sein soll, was nachgerüstet wird. Was für jeden TV, PC-Monitor bis Größe, glaube ich, 80 Zoll oder so. Oder 120 Zoll, ich weiß es nicht aus dem Kopf, funktioniert. Und das ist kein Vergleich zu sowas hier, zu einem LED-Band, was man hier einfach anklebt und dann mit USB ranmacht. Das hatte ich vorher dran, das liegt extra noch hier, dass ich euch das nochmal kurz zeigen konnte. Das ist überhaupt kein Vergleich.
Ihr seht, das ist dynamisch, das bewegt sich mit. Das verbreitert das Bild halt sozusagen. Bei mir ist es halt jetzt dadurch, dass ich den Schrank da habe, wird auf der Seite natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Wenn ihr den so großflächig an der Wand habt, dann kommt das natürlich noch mal ein bisschen geiler zur Geltung. So, und jetzt können wir ja mal einfach ein Video von mir anmachen, weil das ist ja mein Video, da habe ich ja Content drauf. Das Excel. So, meine Videos. Wo sind meine Videos? Meine Videos. Spyro the Dragon, ja, Teil 3. Ich musste Teil 1 und 2 löschen, weil anstatt eine Stunde waren die nur 6 Minuten und 10 Minuten lang. So, da kann man das vielleicht noch ein bisschen besser sehen. So ein bisschen bei Lila hat er so ein bisschen Probleme manchmal, dass er dann halt Lila so ein bisschen als blau macht. Das kann aber auch in meinen Einstellungen liegen. Da muss ich dann mal gucken, dass ich da vielleicht noch ein bisschen in der App justiere. Weil man kann ja sagen, wie hell welche Farbe sein soll. Das kann ich euch ja mal demonstrieren. So, wenn wir jetzt da sind. Moment, ich muss die App erstmal öffnen. Oh, Entschuldigung, Leute. Oh Gott, Einstellungen, Video-Settings. Ich habe die Video-Settings jetzt so. Wenn ich das jetzt natürlich alles volle Pulle klatsche. Ich kann jetzt natürlich Rot wegnehmen. So. Ich kann Blau wegnehmen. Ich kann Grün wegnehmen. Dann wird es halt was schwächer. Ich kann jetzt auch hier dazu packen. So. Ich kann auch... Ja, so sieht es dann schon ein bisschen besser aus. Bei Medium, High. Low. So, wir machen mal Low. Das ist jetzt der Color Boost. Na, komm. Wir können den mal auf Medium machen. So. Das können wir ja mal ein bisschen spulen. So, wo ein bisschen hin und her läuft der Drache, dann können wir uns jetzt so ein bisschen, na, Schrift weg, so ein bisschen besser angucken. Ist auch Info, UHD Bildmaterial steht bei mir oben da, HDR nicht, weil das Spiel hat kein HDR. Und ihr seht unten grün, jetzt rot, wo Spyro war. Jetzt alle dunkel. Aber habt ihr gesehen, in der Ecke, wo er denn so lang fliegt? So, jetzt natürlich alles hell. Weil wir haben ja ein helles Bild. Also ich finde das recht geil. Wir können ja mal was nehmen. Bisschen vorspulen, hier, wo er wieder draußen ist. Ihr seht wirklich, der Drache kommt, das ist auf der Seite ein bisschen bläulich. Die anderen Farben. Unten, wo Wiese ist, ist grün, da ist halt viel mehr Wiese, hier ist nur ein bisschen. So. Hier könnt ihr das vielleicht auch am besten sehen. Also ich finde es geil. Also ich muss echt sagen, dass es so geil ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, ein bisschen was, aber dass es wirklich so geil rüberkommt, hätte ich nicht gedacht. Bei mir kommt jetzt halt, wie gesagt, nur noch das Feintuning. Die Zeit ist alles eingestellt, also upala. Ach Mensch. Die Zeit ist alles eingestellt, dass die Übergänge richtig sind. So. Und da kommt es mit der Farbe auch schon wieder ein bisschen mehr hin, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist halt
In der Anleitung steht zwar, dass man den nicht so hoch machen soll, den Color Boost, also das ist dieser da unten in der App. Das zeige ich euch aber später nochmal in einem separaten Video. Also das ist jetzt High. Das aus. Ne, komm, Low. Und Medium, also Mittel. Wir können ja mal auslassen, weil es wird empfohlen, den auszulassen. Dann können wir da noch mal uns die gleiche Stelle jetzt noch mal angucken. So. Mensch. So. Und dann können wir uns jetzt mal das mit dem mehr Rot angucken. Das ist jetzt wie gesagt off gewesen. Jetzt ist es low. Jetzt ist es medium. Jetzt ist es high. Und jetzt ist es off. Also ich finde Medium eigentlich jetzt so im ersten Augenblick viel cooler. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht alles eingestellt. So, jetzt gehen wir mal hier wieder zur Natur. So. Es steht immer noch auf Medium. Ich kann jetzt mal, nee, auf off. Ich mache mal jetzt, na, low. Medium und jetzt High. So, wir können uns das ja mal angucken. So, hier haben wir ein schönes Bild mit vielen Farben. So, das ist off. Jetzt ist der Color Boost off. Dadurch haben wir jetzt praktisch da oben, wo die Zipfelmütze ist, das Lila. Hier ist halt was dunkler, weil da ist ja eine dunkle Ecke. Ja, das ist halt dann dunkler. Unten grün. Unten rot vom Ei. So. Und wenn wir jetzt hier den Color Boost einfach mal auf Low machen, dann wird es was kräftiger. Und wenn wir Medium haben, so ist Medium, ist noch mal ein bisschen kräftiger, noch mal ein bisschen heller. Die Helligkeit kann man dann auch noch variieren. Und jetzt machen wir mal High. Ja, High ist mir zu viel. Also ich denke mal, ich lasse es auf Medium. Da kommt es eigentlich am coolsten rüber. So. Jetzt können wir noch mal später ansehen. Können wir ja das noch mal durchlaufen lassen mit den Medium-Einstellungen. Da kommt das Grüne ein bisschen später, das Blaue kommt früher. Da müsste man dann halt die, ja, die Zeit noch ein bisschen einstellen. So, und jetzt seht ihr gleich das Licht da. Jetzt wird es zu gelb. Jetzt kommt blau. Nee, lila ist das da, nicht blau. Jetzt ist rosa. Also finde ich geil, also mir gefällt's. Können wir noch mal eine Pause machen? Dann kann ich euch das vielleicht noch einen Ticken besser zeigen. Wir machen mal noch mal so, dass nur zwei Farben sind, ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Dann kann man das vielleicht sogar ein bisschen besser sehen. Den Unterschied zwischen den einzelnen. So, zack. Wir haben jetzt oben blau mit einer Spitze, unten grün. Und jetzt mache ich mal aus Mittel High. So. Off. Low. Und jetzt nochmal Medium.
Hi. Off. Low. Jetzt lassen wir das mal auf Low laufen. So, und jetzt kommt Lila. Das ist halt das Feintuning. Weil die App, ich werde sie euch, wie gesagt, nochmal im separaten Video zeigen. Die hat so viele Features drin. Ich kann euch dann nochmal was zeigen. Wir können jetzt... So, ich lasse mal jetzt hier das Bild einfach mal pausiert. So, und jetzt gehe ich mal auf Ambilight. Wir haben nämlich in der App Video, Musik und Ambilight. Jetzt kann ich hier sagen zum Beispiel Color. Und ich setze jetzt mal alles auf Rot. Dann ist alles auf Rot gesetzt. Also könnt ihr praktisch, wenn ihr ein Foto habt oder Musik habt, den Hintergrund anpassen. Ich zeige euch das auch. Das ist jetzt, wie gesagt, nur eine Farbe. Wir haben aber auch noch Weiß. Dann können wir verschiedene Weißtöne machen. So ein bisschen gelblich oder ganz weißlich. Also da seht ihr das, dass es sich hier ändert. Wir haben auch zusätzlich noch die einzelnen Regler, die wir noch separat machen können. Und wir können jetzt sagen, so, rendern. Wir können jetzt auch sagen, so ein bisschen mit ein bisschen flackern. Seht ihr das, dass es flackert? Das ist, wenn ihr jetzt Kaminfeuer anhabt oder so. Oder ein Bild von einem Kaminfeuer anhabt. Fireside heißt das auch richtig. Dann haben wir noch Twinkle. Och, ich kann das nicht lesen, das ist mir zu klein. Ich habe meine Lesebrille nicht auf. Twinkle. Dann seht ihr das so ein bisschen weiß. Wir haben aber auch Ozean. Und da müsst ihr mal achten, das ist nicht nur hell. Das wird leicht dunkel, leicht hell an bestimmten Stellen. So wie so ein Ozean, halt, wie so mit Wellen und so. So, dann haben wir noch Pride. Das ist jetzt bunt. Dann haben wir 4. Juli. Das ist halt so drin, das Programm 4. Juli. Ja, ist ja so ein Feiertag in Amerika. Holiday. Also so weihnachtlich. So, dann haben wir noch Pop. Das ist jetzt Pop. Und wir haben noch Forest, also Wald. Da kann ich euch auch mal noch zeigen. Fotos. So, wenn wir jetzt sowas haben zum Beispiel. Und wir können aber auch wieder auf Video. Und ihr seht, die schwarzen Balken werden jetzt weggemacht. Warum das Bild jetzt so klein ist, weiß ich nicht. Normalerweise, wenn ich das anhabe, ist das über den ganzen Bildschirm verteilt. So, können auch mal weitergehen. Dann haben wir jetzt sowas. Oben blau, logischerweise Himmel. Unten ein bisschen rötlich von den Felsen. Na, gehen zu weit. So, hier haben wir Blume. Na, mach doch weiter. Pinguine, Landschaft, ein Koala. Also bei den Bildern sieht man es wirklich am besten. Schade ist, dass halt dieser schwarze Rand mit bei ist. Der ist ja sonst nicht mit bei. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwie anderes? Na. Eigentlich hast du hier auch noch mehr. Weil hier sind normalerweise auch Screenshot-Bilder mit bei, also von irgendwelchen Bergen und so was alles, was mir dann angezeigt wird. Alben, meine Alben, Ordner, Bilder. Leute,
Orte. Weil normalerweise ist es bei Amazon halt noch viel mehr Bilder drin. So, jetzt haben wir das Bild. Und jetzt könnt ihr ja auch schon ein bisschen erahnen. So, und jetzt können wir ja mal. Meine Videos, wir können ja mal jetzt einfach mal so das vom Arbeitsspeicher nehmen. Ja, meine Fire TV-Fernbedienung hakt ein bisschen momentan, die spinnt so ein bisschen rum. So, das ist halt Werbung, müssen wir kurz warten. Zack. Und da könnt ihr dann, seht ihr so beim Intro, das hat auch so ein bisschen bewegt oben. Und da seht ihr das auch, weil ich ja das MSI-Logo habe im Hintergrund. Und dann seht ihr wirklich, dass da, wo rot ist, rot ist. Wir können ja mal noch ein bisschen. Achso, hier ist ja mal der gleiche. Wir können ja mal das Hardware, das Unboxing nehmen. Ist doch nicht. So, das ist jetzt normal das Unboxing-Video. Überspringe mal das Intro. Wenn er das machen würde. So, jetzt. Weil irgendwie, ich weiß ich nicht, letztens habe ich Batterien gewechselt, weil der sagt, hat Batterien leer. Und seitdem hakt das extrem. Und da kann man das dann halt schön sehen, dass hier unten, hoppala, Entschuldigung, hier unten praktisch vom Tisch, da wo es hell ist, oben, hier ist es was dunkler. Macht ein sehr angenehmes Bild, muss ich sagen. Hätte ich so in der Form auch nicht gedacht. Müssen wir wieder warten, die Fernbedienung reagiert wieder nicht. Oder reagiert zu spät. So. Das ist mein Weihnachtsvideo, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr erahnen. Seht ihr das mit der Lichterkette, wo lila ist, ist auch lila? Gut, mein Wecker klingelt. Ich muss Mittagessen warm machen. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Spulen, da wo Teller ist. So. Seht ihr? Oben, wenn ich am Monitor bin, wenn der Monitor da ist, dass es da dunkler wird und dann hier rot, auf der anderen Seite weiß. Durch Red Dead, seht ihr das? Es sieht einfach mega geil aus. So, dann würde ich sagen. Dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Entschuldigung, die Kamera steht jetzt hier ein bisschen schräg. Ach Mensch. So. Ich werde gleich auch noch Videos zur Webseite und zum Bestellvorgang machen und zur App und so, damit ihr euch da ein bisschen besseren Eindruck verschaffen könnt, weil bestellen, nicht jeder weiß, was brauche ich denn da jetzt? Da gibt es einen Konfigurator, da geht da einfach Schritt für Schritt durch, was ihr habt, wofür ihr das nutzen wollt und dann. Packt ihr euch denn alles so ein, was ihr haben wollt, und steht dann der Preis und könnt ihr einfach kaufen.
So habe ich es auch gemacht, also mit dem Konfigurator, weil ich ja auch nicht wusste, ja, was nimmst du jetzt? Nimmst du das, nimmst du jenes? Hast du nicht gesehen? Und dann bin ich im Konfigurator durchgegangen. Ich habe zweimal USB extra nochmal, HDMI nochmal extra bestellt, was ich jetzt so eigentlich nicht gebraucht habe. Ich dachte für meine Geräte, ich habe da aber einen kleinen Denkfehler mit bei gehabt. Und in HDMI war ja mit bei, vom Dreamscreen halt zum TV. Wenn ihr da halt keine vernünftigen HDMI-Kabel habt, da kriegt ihr gute HDMI-Kabel mit bei. Ich bin am überlegen, was ich mit meinen jetzt mache, weil ab zwei über. Bin sehr zufrieden. Ich habe gewusst, ich habe schon ein paar Videos gesehen und ein bisschen was gelesen, ihr habt vorher schon auf englischen Seiten. Und da habe ich gewusst, dass es cool aussieht, aber dass es im Endeffekt so geil aussieht, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, weil bei mir ein bisschen eingeengt ist und dachte, das blockt ein bisschen, aber dass es dann wirklich so dynamisch rüberkommt und einfach cool ist, hätte ich jetzt so ehrlich gesagt nicht gedacht. Und ich habe aber noch nicht PlayStation damit gezockt. Ich freue mich schon drauf, PlayStation damit zu zocken. Ich werde nachher mal eine Runde Red Dead spielen mit Ambilight und also mit Dreamscreen und mal gucken, wie es ist. Ich lasse mich da mal jetzt überraschen. Gut. Es war ein bisschen lang, aber ich wollte euch das halt zeigen, wie das funktioniert. Ich werde auch noch, wie gesagt, zur App wegen Video machen, zur Webseite wegen Video machen, zum Bestellvorgang wegen Video machen. Wenn ihr das einrichtet, müsst da, gebe ich euch noch einen Tipp, das werde ich auch noch bei der App dann sagen. Ihr müsst dann einstellen, wie das sein soll, wo ihr anfangt, ob ihr links unten, rechts unten, links oben, rechts oben anfangt mit der LED. Und dann soll man das markieren. Und ich habe es überlesen oder keine Ahnung. Und dann soll man mit dem Finger da lang gehen, wo die LEDs langlaufen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach nur die eine Seite angeklickt. Aber nichtsdestotrotz habe ich es hingekriegt. Dazu werde ich euch nachher noch Videos machen. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, schöne Woche, je nachdem, wann ihr guckt. Ich bin dann mal weg. Adäumchen wäre Adräumchen. Bimmelglocke nicht vergessen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, kostet kein Geld. Lasst ein Abo da. Ich bin dann jetzt mal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.